Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt das Farmsystem Trocknung/Fermentierer an, beziehungsweise eigentlich nur Trocknung/Fermentierer Version 1.0. Das Ganze kommt von Modder Hasco, gibt es neben PC und Mac auch für die Konsolen. Findet ihr einmal im Baumenü unter Produktionen, Fabriken und dann habt ihr hier hinten Farmsystem Trocknung/Fermentierer. Ja, nimmt Güter an und verarbeitet sie zu anderen Produkten, wer jetzt gedacht. 187.000 Euro glatt in der Anschaffung, soweit keine Unterhaltskosten. Das Ding sieht so aus, ist relativ kompakt, muss man sagen, ne? Und bietet euch eine Trocknung, also sprich eine Heutrocknung und ein Fermentierer zwei in eins, beziehungsweise man könnte auch sagen drei in eins, aber schauen wir uns gleich an. Generell haben wir hier den Ablaute-Trigger. Für Heu, für Häckselgut und für Gras. Ist auch alles mit Icons wieder schön beschriftet. Und wir haben hier einen Monitor, der ist sogar interaktiv, wie ihr seht. Denn hier füllt sich das Ganze, beziehungsweise geht wieder nach unten, je nachdem, was euer aktueller Füllstand innerhalb des Systems ist. Finde ich geil. Genauso habt ihr hier noch den Füllstand der Silos für Silage, wie es da momentan aussieht. Auch eine coole Sache. Ja, ansonsten ein paar Deko-Elemente. Ihr könnt das Ding leider nicht betreten, also leider nur von außen anschaubar. Sieht aber soweit gut aus, ist so ein Hallenoptik hier gesehen. Wir haben hier einen Abladetrigger einmal und wir haben hier vorne ebenfalls nochmal einen Abladetrigger. Das eine ist für Silage, das andere dann für Heu, ne? Das sollte selbsterklärend sein. Ja, und dann sind wir ja einmal schon wieder rundherum, ne? Ansonsten überall Kollision, wie ihr hier seht, ne? Also alles kein Ding. Kann man nirgendwo durchglitschen oder sonst was, das passt alles. Und die Texturen sehen soweit auch toppi aus. Gut, switchen wir gleich mal zu den Funktionen, das was euch am meisten interessiert. Also, wir haben drei Produktionslinien, einmal Heu und zweimal Silage. Eingang haben wir Gras, Stroh und Häckselgut, wie gesagt. Ausgehend haben wir Heu und Silage. Soweit so klar. Die Kapazitäten sind ganz einfach. Ich hoppala, mal kurz aus hier. Ich kaufe hier den ganzen Spaß mal. Das ist ein separater Skript, den ich euch auch schon mal vorgestellt habe. Produktionsgüter kaufen nennt sich das. Schaut auf dem Kanal oder auf der Webseite gerne mal vorbei. Das habe ich da alles gezeigt. So, wir haben eine maximale Kapazität von 430.000 Liter Gras, 200.000 Stroh und 270.000 sind Liter Häckselgut. Die erste Produktionslinie Heu hat 144 Zyklen im Monat bei 48 Euro Produktionskosten. Wir brauchen 1000 Gras plus 50 Stroh ergibt 950 Heu. Die zweite Stätte ist Silage mit 96 Zyklen im Monat und 96 Euro Produktionskosten pro Monat. Wir machen aus 700 Gras 700 Silage, also 1 zu 1 in dem Falle. Die zweite Silageproduktion ist diese hier, beziehungsweise Produktionslinie. Da haben wir 204 Zyklen im Monat, weiterhin bei 96 Euro Produktionskosten. Daraus machen wir aus 1000 Häckselgut 1000 Silage. Heißt also auch wieder eine 1 zu 1 Umwandlung. Das halt mit Gras und das hier wiederum mit Häckselgut. So, jetzt können wir das ganze Ding einfach hier anschalten, dass das läuft. Ihr könnt natürlich hier wieder behalten, direkt verkaufen oder weiterleiten, also ne, verteilen. Das ist alles kein Problem. Ihr seht hier auch Produktionsdings gesehen, ist jetzt alles hier im grünen Bereich. Dass wir das Ganze ein bisschen schneller hier abarbeiten können, setze ich hier einmal kurzerhand wieder, hoppala, dürfte ich kurz, vielen Dank, in eine Hütte und wir spulen einfach mal 24 oder knapp 24 Stunden nach vorne, dass der hier ein bisschen in Ruhe produzieren kann. Und wenn wir dann einmal am nächsten Tage eingeleitet sind, guck mal, das war ein Komet, ne, das war der Mond. So, wenn wir dann einmal hier einen Tag rum haben, schauen wir uns das ganze Ding mal an und ihr seht, da hat sich schon ein bisschen was geändert. Wir haben am meisten Gras verloren, am meisten haben wir Häckselgut verloren, so rum, am zweitmeisten Gras und am wenigsten Stroh. Und ihr seht, so ungefähr nach, na, Pi mal Daumen, 20 Stunden haben wir hier 235.000 Silage und 118.000 Liter Stroh mit drin. Und das können wir jetzt natürlich auch einfach wieder abholen, indem wir dann unter die Abladetrigger da fahren. Wie gesagt, vorne einmal für die Silage, slash fürs Heu und das haben wir dann einmal hier mit dabei. So, ihr seht, hier ist einmal die Silage aus den Bunkern. Seht ihr, ohne Probleme, das läuft soweit. Machen wir das Ding mal wieder leer. Und dann haben wir hier einmal an der Seite dann das Heu, was ihr wiederum mit rausholen könnt. Ihr könnt natürlich auch die Produktionsgüter selber wieder rausholen, ist klar. Aber ne, sinnvoll ist es natürlich hier, das Heu.
Denn das darum, dass ihr das Ganze wieder rausholen könnt, hat auch einen Grund. Ihr könnt das Ganze nämlich ja auch als Zwischenlager nutzen. Ist aber ein ziemlich teures Zwischenlager. Deswegen eher nicht so. Jo, mehr gibt's nicht zu sagen. Lok ist sauber, wie ihr seht. Wir reden hier ca. von 15 MB. Könnt ihr in dem Fall also auch nichts falsch machen. Schönes Teil. Gefällt mir. Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung, verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.